Moin, da sind wir wieder. Wir haben eine Woche Pause gemacht, dementsprechend haben wir ein bisschen mehr Spiele zu besprechen dieses Mal. Acht sind es, wenn ich das jetzt überschlage hier richtig. Ich muss aufpassen wieder, die Sendung. Es sind zwei dabei, die ich noch nicht habe, beziehungsweise nicht habe. Und muss das einfach nur rechtzeitig einbauen, weil ich dann eben keine Kiste rüberhole. Aber oftmals vergisst man ja mal darüber zu reden, dann holen wir es nächste Woche nach. Aber ich gebe mein Bestes, aber ich gehe davon aus, dass wir es auch gebacken kriegen hier. Ja, es ist bunt gemischt, sag ich mal. Spiele, die schon ganz lange und ganz oft hier waren und über die wir auch schon vor Jahren mal ein Video gemacht haben. Oder aber auch komplett neue Sachen. Es ist eigentlich alles dabei, genretechnisch auch gut durch, sag ich mal. Und dementsprechend trinke ich schon Kaffee und dann geht das los hier mit Nevsky. Nevsky war letztes Mal auch schon dabei. Und ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal gesagt hatte. Ich sag das mal direkt vorneweg. Abgesehen jetzt also von diesem wirklich schweren Einstieg, sage ich mal, durch die wirklich schlechten Regeln oder schlecht strukturierten Regeln, ist es total schade, dass ich dieses Spiel nicht letztes Jahr schon auf den Tisch gekriegt habe. Denn letztes Jahr wäre es noch in Frage gekommen für den Titel Wargame des Jahres, also bei unserer Katz. Leider haben wir es irgendwie nicht geschafft, letztes Jahr zu spielen. Es wäre auf jeden Fall da gelandet, glaube ich. Also, es war ja letztes Jahr eh so ein bisschen Mauer, fand ich so, was Wargames anging, neue Wargames. Wir gehen ja mal ein Jahr weiter zurück. Das hier ist ja 2019, also es hätte locker noch geklappt. Müssen wir auf Almoravid warten und hoffen, dass das genauso gut ist. Also der Nachfolger praktisch oder das nächste Teil in der Reihe von Nevsky. Aber jetzt reden wir über Nevsky, denn das war wieder auf dem Tisch. Dieses Mal mit einem etwas größeren Szenario. Letztes Mal haben wir dieses Einführungsszenario gespielt, dieses Mal, ich meine, der Name ist Wattland, ne, heißt es. Und ich bin mit den Teutonen rein nach Russland. Man hatte schon so ein bisschen so eine Ausgangsposition, irgendwie, dass man schon eine relativ komfortable Position hatte in diesem Szenario. Und die Russen, beziehungsweise die Rus, eben sehr daran interessiert waren, diese Position aufzubrechen, was echt schwer ist für die Rus, muss man sagen. Und ich hatte ja andere eingangs gesagt, schade, ne, dass es nicht gespielt letztes Jahr, denn es war wieder einfach verdammt gut. Es ist ein super Spiel, es hat total tolle Ideen, allein dadurch, dass es durch diesen operationellen Blickwinkel eben auf das Spiel, in dem es eben um Versorgung geht. Es geht darum, in die Zukunft zu planen. Wie lange sind diese Leute für mich da? Ne, oder hauen die einfach kurz bevor vielleicht die Rus vor den Toren stehen, vor den Toren, können in der nächsten Runde angreifen? Wop. Ich habe kein Geld mehr, meine Leute zu bezahlen und sowieso ist die abgemachte Länge ihrer Dienste erreicht. Dann gehen sie und dann ist die Stadt weg. Also das muss man wirklich planen. Man kann also praktisch auch noch Leute von hinten nachschicken, die eventuell mit frischem Geld einfach dann über die Grenze kommen und gar nicht in diesen Eroberungskampf vielleicht eingreifen, aber einfach nur Geld vorbeibringen, da wo es gerade gebraucht wird. Also man kann da unheimlich viel machen. Ich muss im zweiten Szenario noch viel mehr eingehen, hat noch viel mehr mit dem Winter zu kämpfen, ne? Denn im Winter brauche ich Schlitten, kann dafür aber auch mit diesen Schlitten meine Versorgungsgüter für die Armys auf den Flüssen transportieren. Also wirklich ganz viel zu bedenken, ganz viel, was ich für mich planen kann und also praktisch auch anhand dieser Zeitleiste dann einfach gucken muss, dann und dann ist es soweit. Und ja, das muss man sich entwickeln. Das entwickelt sich von Spiel zu Spiel einfach mehr. Und war jetzt also schon im zweiten wesentlich tiefer. Ganz, 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 ganz großartiges Teil, muss ich sagen. Am Ende spielt natürlich auch hier, wie in eigentlich jedem Wargame, oder in jedem guten Wargame, sage ich mal, auch der Glücksfaktor eine Rolle, ne, den man natürlich minimieren kann und modifizieren kann. Aber hier letzten Endes auch, wenn im falschen Moment die falschen Karten kommen oder für den anderen eben die richtigen, ja, dann muss man sehen, was man draus macht. Wenn es am Ende des Spiels ist, Herrgott, ne? Passiert, aber das ist letzten Endes das, was ich immer wieder sage. Storytelling mit Karten, mit Würfeln macht Spaß. Mir kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, oh, nein, ne? Aber muss man, glaube ich, bei Wargames einfach in Kauf nehmen. Ne? Ist natürlich je nachdem, je komplexer so ein Spiel ist, je mehr kann man da machen, je mehr kann man da zum Beispiel, wenn ich an Hexencounter denke, je mehr kann ich da natürlich mit Gelände, Wetter, Sicht und so weiter arbeiten. Und das, ne? Aber das steht natürlich dann auch eben alles in Regeln wieder. Hier ist es so, dass ich habe zwar eine vergleichsweise hohe Einstiegshürde, liegt aber an den Regeln. Ne? Also wenn ihr jemand hat, der euch das erklärt oder googelt mal nach Videos, was es da im Netz gibt. Da gibt es, habe ich letztes Mal schon gesagt, sehr gute Videos von einem Franzosen. Vielleicht kriege ich auch noch jemanden überzeugt, dass wir hier mal so ein Video machen. Muss ich sehen. Auf jeden Fall, Nevsky, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und wenn ihr sagt, okay, ich springe da gerne ins kalte Wasser,
Macht es mal. Volker Runke ist ja Vater der Coinserie und auch hier hat er wieder eine, ja, ein einzigartiges System im Grunde erschaffen, das es so noch nicht gab. Mit Settings, also jetzt Nevsky, Almoravid das nächste, also wirklich mit Settings, die auch, wie bei Coin, Settings sind, die überhaupt nicht großartig verbreitet sind in der Wargame-Szene. Und guckt es euch mal an. Tolles Teil. So. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Maria war mal wieder auf dem Tisch, ist ja nun auch schon oft dabei gewesen. Und es war natürlich auf dem Screen, aber es war auch auf dem Tisch. Auf dem Tisch, aber auch nur solo für mich jetzt erstmal, ne? Weil Ellie hat da nicht so viel Bock drauf. Man sollte drei Leute haben, geht gerade nicht. Und ich habe einfach mal so ein paar Sachen probiert bei diesem Spiel, habe mir das aufgebaut, alles ein bisschen so durchgeratscht. Und dann, also es war sowohl vor dem letzten Spiel, dass wir es online gespielt haben, und auch danach habe ich das nochmal gemacht. Zum einen natürlich, weil ich ganz gerne eben da auch was zu drehen möchte. Zum anderen aber auch, weil ich beim letzten Mal so eine kleine Motivationsabfall, also eine abfallende Motivationskurve hatte einfach bei dem Spiel. Das liegt für mich dran. Ich habe das dann ganz, also man konnte das dann... Natürlich hat dieses Kartensystem eine Menge, es ist genial, dieses Kartensystem in das Spiel eingebaut zu haben, so wie es ist. Ne? Diese Karten bieten eine Menge Optionen, die ich habe. Ich kann sie bieten zum einen, kann ich Karten abgeben, um, sag schnell, um Nachschub zu holen im Winter. Ich kann mit diesen Karten so eine Art Blindbidding machen, um meine, um bestimmte Politik-Chits, die am Anfang der Runde ausliegen, die mir dann wieder Vorteile bringen können auf lange Sicht oder dem anderen Nachteile. Ich kann natürlich meine Karten nutzen, das ist das Hauptding, um Kämpfe zu führen. Kämpfe wiederum sind dann so ein Grid auf der Map gesteuert, das ist ja hier 7-jähriger Krieg, beziehungsweise der Erbfolgekrieg ist es ja hier eher noch, ne? Also Friedrichs Einfall nach Schlesien und gleichzeitig jetzt habe ich kurz den Faden verloren, kommt aber wieder, habe ich ja dieses Grid, das den unterschiedlichen Kartenfarben zugeordnet ist und die dann auch da nur stechen, sozusagen. Ne, jetzt zu sagen, dieses Kartensystem im Kampf ist ein Stichspiel, wird dem Ganzen nicht gerecht, aber wer mich kennt und wer den Kanal verfolgt, weiß, ich bin überhaupt kein Fan von Kartenspielen, von reinen Kartenspielen. Ne? Ich mag CDG Wargames und so, das läuft alles, aber ich bin überhaupt kein Fan von diesen Spielen, wo ich so klassische Kartenspiele, ne? Also Skat, Doppelkopf, wie die alle heißen, nicht meine, überhaupt nicht meine Baustelle, mag ich nicht. Ne? Stichspiele, kannst du mich mit ums Haus jagen, mag ich alles nicht. Und an manchen Stellen, nicht überall, an manchen Stellen kommt mir dieser Kartenspielaspekt zu nahe an das Spielgefühl dieser Kartenspiele. Das wird natürlich für Leute, die Kartenspiele mögen, dieses Spiel überhaupt nicht schmälern, um Gottes Willen, also in seiner Qualität. Für mich schon so ein bisschen. Für mich läuft es darauf dann hinaus, dass ich sage, okay, ja, aber lass was anderes spielen. Ja, ne? Ist in Ordnung, aber hat tolle Ideen, ist ein tolles Setting, auch eins, das wirklich gar nicht so oft verbraten wurde bisher. Aber dieser Kartenaspekt stört mich doch zusehends, sage ich mal. Natürlich habe ich eine Menge Optionen mit den Karten. Und natürlich kann man das auch nicht reduzieren auf die klassischen Kartenspiele. Ne? Meinetwegen auch noch Poker dabei, so, ne? Sagte Steffen zum Beispiel. Ne? Moin, Steffen und Basti, wir haben das ja immer zusammengespielt. Und aber das ist irgendwie so das, was mich an dem Spiel dann so ein bisschen abturnt. Ne, was vielleicht im ersten Blick und auch im zweiten noch war, okay, das ist was Neues, habe ich noch nicht gehabt, aber dann immer mehr so in diese Richtung einfach geht, für mich, gefühlsmäßig so, ne, und wo man dann Trümpfe bestimmt und guckt, es hat natürlich davon ganz deutliche Elemente und das ist für mich dann wieder, sag ich mal, so ein Spielprinzip, wo ich aber nicht so drauf stehe. Ne? Ansonsten habe ich natürlich hier durch das Bewegen und auch durch dieses taktische Bewegen und mich in Stellung bringen und wo ist es denn jetzt für meine Kartenhand eigentlich auch ganz ideal, gleichzeitig aber auch um das Spiel voranzubringen, hat es natürlich auch eine Menge andere Elemente. Ne? Um Gottes Willen, man sollte das vielleicht nicht nur darauf reduzieren. So, ne? Aber es ist schon auch so eine Kernmechanik ganz einfach. Ne? Und wenn ich dann so weiter überlege, denke ich ganz oft bei diesem Spiel, es ist natürlich auch nicht 1:1 vergleichbar, aber es mag vielleicht sogar so ein bisschen an Sekigahara erinnern von GMT, das ja auch bei ganz vielen Leuten ganz hoch im Kurs steht. Bei mir auch, wenn ihr euch erinnert, überhaupt nicht. Ne? Dass ich auch überhaupt nicht gemocht habe. Vielleicht ist es einfach so. Ne? Mal ist es so, mal ist es so. Maria mag ich auf jeden Fall lieber als Sekigahara. Aber jetzt ist auch erstmal wieder okay. So. Dann, Schluck Kaffee, kam die Eisenbahn.
Und zwar relativ neu. 1840 Vienna Tramways. Lonnie Orkler, Eurogamer, durch Russian Railroads bekannt. 18XX'ern schon ganz eine ganze Ecke länger, durch ganz, ganz viele 18XX'er, aber auch eben immer wieder so, nicht der Versuch, aber immer wieder so Einbinden von anderen oder neuen Elementen in 18XX'er. Also, ne, aber auch ganz klassische 18XX'er gemacht, wie jetzt 18420 zum Beispiel. Hier ist es auf jeden Fall wieder mit einer ganz klaren Euro-Kante dabei. Aber eben auch noch klassisches 18XX, da erzähle ich so im Laufe der Zeit jetzt einfach mal so ein bisschen mehr. Ich sage immer dazu, ich habe das Gefühl, die Leute jetzt da draußen sitzen, die wahrscheinlich 70, 80 Partien oder mehr 18XXs hinter sich haben, denken, naja, ne, Noob, rede mal. Ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, ich bin jetzt weit entfernt, irgendwie Prof zu sein irgendwie bei diesen Spielen. Aber hier das Besondere ist auf jeden Fall, ich habe neben diesem Gleisbauanteil, ich habe also Gleisbau, ich habe einen Aktienmarkt. Gleisbau ist, glaube ich, wenn ich das so einschätze, hier auf jeden Fall stärker als der Aktienmarkt. Da gibt es ja auch diese zwei Zweige bei 18XX, welche die mehr auf diesen Aktienkrieg setzen und welche, wo der Gleisbau im Vordergrund steht. Das hier ist, glaube ich, eher ein Bauspiel. Und ich habe eben Wien, ich habe keine Eisenbahn, sondern Straßenbahn und ich habe diese unterschiedliche Stadtteile und Straßen, die ich dann in Wien des 1840 anschließe, auch hier wieder mit Privatbahnen, die fahren. Die eine Besonderheit ist eben, dass es hier so eine neutrale Stadtbahn gibt oder mehrere neutrale Stadtbahnen, die im Laufe des Spiels gelegt werden. Das ist eben so ein bisschen so der Euro-Anteil, denn wenn ich mein Teil gelegt habe, nach ungefähr ähnlichen Regeln wie wie man es kennt aus 18XX, das heißt, ich bin dran und ich kann für meine Company ganz einfach eine Schiene anlegen, so anlegen an bestehendes Netz. Dann habe ich die Möglichkeit, Geld auszugeben, um diese Stadtbahn weiterzubauen, die neutrale, die auch fährt, an der ich auch Anteile erwerben kann, die mir dadurch auch Geld bringen kann, die aber dann wieder so einen Legebonus bringt, in Form von Upgrades, in Form von noch ein Teil legen, also ne, mit dem man so kleine Kombozüge machen kann. Das ist für mich so ein bisschen so dieses Euro-Element im Spiel. Was aber, wir haben lange drüber geredet nach dem Spiel, aber auch dann so für so eingefleischte 18XXer eventuell so ein bisschen das Euro-Feeling oder das 18XX-Feeling so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt hat. Ne? Also gutes Spiel war so der Tenor, aber es war nicht für jeden ein typisches 18XX. Nicht so dieses typische 18XX-Feeling. So, ne? Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Ich glaube, das ist jemand, der jetzt 18XX sagt, überhaupt nicht mein Ding, das sind ja auch nicht wenige. Die könnten sich vielleicht das mal angucken. Ne? Wenn, ne? Wenn man dann sagt, okay, ich will da mal rein, doch vielleicht mal reinstoppern, aber so ein ganzes 18XX, nee, muss ich nicht, aber ne, wenn ich hier so diese Elemente dazu sehe, ist das schon eine echt interessante Kiste. Ne? Da sind ein paar Änderungen drin im Vergleich zu anderen 18XXern. Ne? Das ist also hier wirklich, wenn so ein Bahnhof belegt ist mit zwei Companies und nicht mit meiner, dann kann ich diesen Bahnhof auch gar nicht mehr anfahren. Kann ich natürlich, gibt aber kein Geld. Und durchfahren sowieso nicht, sonst weiß ja immer eher so, dass man nicht durchfahren kann. Ne? Wenn ich das jetzt schreibe es in die Kommentare, wenn ich Mist erzähle, dass man nicht durchfahren kann. Hier ist es eben so, dass die dann auch einfach gar kein Geld abwerft. Dann habe ich des Weiteren, was noch anders ist, ich habe die Möglichkeit im Verlauf des Spieles, drei Linien mir zuzuschustern. Das läuft über eine Auktion ab und mir geht auch nicht. So, ich habe drei Linien und ich habe dann eine praktische Straßenbahn, Lok, Antriebs- oder Triebwagen Kombination, die ich zu diesen Linien legen kann. Hier ist wiederum das Besondere, es gibt diese Verschrottung nicht. Ne? Dass also, wenn eine bestimmte Lokphase ist, bestimmte Modernitätsgrad der Lok, ne, ist ja bei anderen 18XX'ern, dass dann die älteren Loks, je nachdem welche, verschrottet werden und raus sind, ist hier nicht so. Aber ältere, beziehungsweise schwächere, die am Anfang billiger eingekauft hat, die fahren auf einmal eine ganze Ecke Geld weniger ein. So, das kann wirklich verheerend sein. Das kann also, ne, das also wirklich, wenn man bei dieser letzten, ich glaube, lila ist ja die letzte Lok, ne, die dann sowieso nochmal 100 extra bringt für den, der sie fährt, oder für die, die sie fahren. Für die, die dann alte Loks haben, bringen dann die Strecken auf einmal 200 weniger oder 100 weniger, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Da könnt ihr aber bestimmt helfen, Sven, Andreas, Carsten oder Till, wart ja dabei. Ja. Wir haben es letzten Endes nicht beendet, also es war zu Ende, das muss man einfach so sagen, wir haben es also, weil es war einfach nichts mehr zu machen, ne? Sven, herzlichen Glückwunsch, super rausgespielt. Nichts zu holen mehr an dem Punkt. Also eindeutiger Sieger, muss ich sagen. Großartiges Ding. Wir haben vage den nächsten Termin, also ich werde berichten auf alle Fälle. Ich bin begeistert, hat mir echt Spaß gemacht. Wirklich.
1840. Auch bei Lonnie Games selber erschienen, also jetzt gar nicht irgendwie groß Verlag, also wirklich sehr sympathisch. Ach genau, zu den Linien wollte ich noch was sagen, hatte ich ja erzählt. Ich kann maximal 3 Linien mir zuschustern per Auktion. Und diese Linien, die werden, kommen, das ist auch wieder so ein Euro-Element, so ein bisschen, die werden zufällig. Also es ist nicht so, in der Runde kommt die, in der kommt die, die werden also praktisch aufgedeckt, diese Karten. Und dann erwerbe ich die Anteile. Ne? Es gibt verschiedene Auktionsrunden, das kann ich auch nicht zu jeder Zeit im Spiel machen. Ich glaube, an 3 Stellen im Spiel gibt es überhaupt diese Möglichkeit, sich eine neue Linie zu besorgen. Und ich weiß eben auch nicht genau, welche. Und gleichzeitig habe ich noch Anteile an Sehenswürdigkeiten. Stephansdom, ne, Palästen, was in Wien halt so zu gucken ist, der Prater, die ich dann noch anschließen kann. Und wenn ich diese dann wiederum kopple, beziehungsweise verkaufe aus meiner eigenen Tasche an die Company, die diese Sehenswürdigkeit anfährt, fährt die dann noch zusätzliches Geld mit ein. Also hat tolle Ideen drin. Super Spiel. So, jetzt muss ich überlegen, jetzt kommt eins, dass ich Schluck Kaffee nicht, beziehungsweise noch nicht da habe. Es ist bestellt. Ich hatte es blind bestellt, bevor ich das erste Mal gespielt habe, einfach aufgrund vieler Lobeshymnen. Es ist eine Reihe. Ich habe nicht die ganze Reihe bestellt, ich habe eine Kiste aus der Reihe bestellt. Es ist Great Campaigns of the American Civil War. Ganz alte, lange laufende Reihe. Die ersten Teile sind erschienen bei Avalon Hill damals. Und inzwischen bei Multiman. Und auch da gibt es immer noch neue Teile. So, ne? Amerikanischer Bürgerkrieg, Hex Encounter, Cosim. Mit einer gar nicht mal so mega hohen Einstiegshürde. Schon nicht ohne, weil die Maps halt auch relativ groß sind und ich auch sehr viel gucken muss, was mache ich einfach so mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Optionen, mit dem Gelände. Gelände ist sehr wichtig. Wurde mir so gesagt, ich habe das erste Szenario gespielt, oder wir haben das erste Szenario gespielt, moin. South Mountain, dann haben wir ein zweites, McLaren's Opportunities, ne, glaube ich, gespielt. Und da sind wir noch nicht ganz zum Ende gekommen. Das dauert ja auch alles seine Zeit. Ne? Da müssen wir auch mal wieder ran. Es ist klassisch Hex Encounter. Ich habe Zones of Control. Haben wir auch mal ein Video zugedreht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn euch so Zones of Control, solche Begriffe und so nichts sagen. Vielleicht verlinkt Ellie die ja auch. Ansonsten einfach mal gucken in unserer Wargame-Reihe. Und habe meine Einheitenstapel und habe so ein Fatigue-System. Das heißt ganz einfach, wenn ich sie aktiviere, kostet das Ganze einen Ausdauerpunkt. Und sie können dann, also bis sie so am Ende ihrer Ausdauer sind, kann man sie immer wieder, wenn man dran ist, auch aktivieren, ansonsten nicht mehr. Und wenn es keine Möglichkeit mehr gibt zum Aktivieren, ist so eine Runde dann einfach auch zu Ende. Und das Ganze hat jetzt auch keinen ganz klassischen Algo-Jugo-Mechanismus, auch keinen Shitpool, sondern ich würfle hier ganz stumpf um Initiativen. So, das kann man mögen, ne? Und kann man aber auch sagen, okay, das läuft hier gerade gar nicht gegen mich, aber ist im Grunde ähnlich wie Chitpool, ne? Ich würfle und der Höchste hat eben die Initiative, ne? Ähnlich läuft der Kampf ab. Hat also ganz tolle Ideen, ist auch anders, aber gerade diese Initiative, finde ich, macht es unheimlich spannend und dadurch entsteht natürlich, sage ich immer wieder, bei solchen Spielen so eine Art Storytelling. Ne? Das, ne? Man will jetzt unbedingt, man muss jetzt unbedingt, aber man ist immer noch nicht so, ne? Und da muss man wieder umdenken, dann mache ich es lieber so. In der Zwischenzeit hat sich dann das und das verändert. So, ne? Dann kann es natürlich passieren, dass ich angegriffen werde durch so eine kleine halbe Niederlage, meine Fatigue in den Keller geht. Ganz einfach. Und ich dann mit dieser Einheit vielleicht doch gar nichts mehr so richtig machen kann. Oder einfach völlig neu planen muss, wie ich da rangehe an die ganze Sache. Ich bin mir sicher, ihr werdet von diesem Spiel demnächst mehr hören. Hier die Kiste, wie gesagt. Gettysburg 2, also Road to Gettysburg 2 ist unterwegs. Ich hoffe, sie kommt in Kürze an hier und ich kann euch weiter berichten. Aber ja, vielleicht berichte ich auch beim nächsten Mal noch ohne Kiste, also wer weiß. Auf jeden Fall wird dieses Spiel weitergespielt, dieses System. Freue ich mich riesig drauf, auch riesig drüber. Und gute Sache. Ja, haben wir noch eins in der Richtung. Noch ein Wargame, nochmal Hex Encounter. Mal einen Schluck trinken. Auch ewig nicht mehr hier gewesen jetzt. Ich weiß nicht wie. Dieses Jahr überhaupt schon? Ich glaube nicht. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir mal wieder ASL gespielt. ASL SK2. Hey Gunnar. Und einfach mal wieder, also auch noch gar nichts Neues jetzt dazu. Keine Fahrzeuge und so. Sind ganz normal im SK2-Bereich geblieben, wo ich also letztes Mal aufgehört habe, um einfach wieder reinzukommen. Und was ich wirklich faszinierend fand für mich, ich war ratzfatz wieder drin. Ne? Also es geht mir oft so bei Spielen, dass ich sage, ja, läuft schon. Und dann sitzt man da drin und sagt, oh Gott. Hat sich doch im letzten halben Jahr eine Menge vergessen, so, weil man einfach so viel spielt auch, ne? So viel Verschiedenes. Und ich war einfach wieder ratzfatz drin im Spiel, es hat Spaß gemacht, es gab wieder ein Herzschlagfinale, es war
spannend bis zum Ende. Und ja, es war einfach wieder gut. Also die größte Überraschung für mich war einfach dieses, okay, ich sitze jetzt hier gar nicht ständig an den Regeln, habe nicht ständig Fragen und bin wieder drin. Und ja, wieder einfach sehr gut dieses ganze Deckung ausnutzen, Runden basiert, wann mache ich was, wie platziere ich mich und auch aufs Brot geschmiert bekommen praktisch, wo liegen gerade die Fehler und dann, wie gesagt, bis zu so einem Herzschlagfinale in der letzten Runde, alles offen gewesen. Es war einfach ein guter Abend. Kann man nicht anders sagen. Auch hier wieder ein Lob. Ja, Euro. Haben wir ja auch gespielt. Und zwar endlich auch mal wieder mit Elli. Habe mich besonders drüber gefreut. Tavantinsuyu oder Tavantinsuyu, ich weiß es nicht genau. Das Inkreich, David Tocci. So, wenn ich jetzt an unsere WhatsApp-Gruppe denke, nicht zu verwechseln, das Spiel gehört im Grunde, auch wenn es mit T anfängt, nicht in diese Reihe Tekenyu, Zeukin oder auch Trismegistus, ne? Die ja alle dieses alles so Würfeldrafter sind und alle, ich glaube auch sogar alle vom selben Autor. Wie hieß er noch? Komme ich gerade nicht drauf. Schreibt ihr rein. Das hier, wie gesagt, von David Tocci und auch nicht nur der Solo-Modus von David Tocci, sondern das ganze Spiel, 60 bis 120 Minuten. Wir haben deutlich länger gebraucht. Jetzt habe ich aber auch schon wieder gelesen in der WhatsApp-Gruppe, Michael, ne, schrieb das, moin, wesentlich kürzer. Ne? Also vielleicht einfach so Spielertyp abhängig. Wir haben lange gebraucht, habe auch vorher schon von anderen gehört, dass sie da lange dran gesessen haben, denn es ist gar nicht mal ohne, es ist echt knackig, muss ich sagen. Es ist auch wieder Heavy Euro, ziemlicher Brainburner in meinen Augen und macht vieles anders. Ne? Zum einen, was es ganz besonders anders macht, ich habe kein Spielertableau, das ich irgendwie bilde oder wo ich noch irgendwas drauf betreibe, sondern ich habe wirklich nur das Brett. Und bei mir liegen eigentlich nur Karten, die ich abgelegt habe, die ich wieder umdrehe, um sie einzusetzen, oder Gebäude, die ich einsetzen kann, und Ressourcen. So, aber nicht irgendwie so Tableau. Und alles, was passiert, passiert auf dem Brett. Na, dieses Brett ist, das sind große Fünfecke, diese Terrassengärten da nachempfinden sollen. Und ich bin oben, ganz oben steht so ein Hohepriester, muss man sich so vorstellen. Und das ist so ein kleiner Rondellmechanismus. Aber auch nur Rondellen in dem Sinn, dass man dann im Uhrzeigersinn lang geht, 0 bis 2 Felder, wenn man ihn aktiviert und dann die Aktion machen kann, auf der er steht. Rondellen nicht in dem Sinne, dass ich das Ganze noch boosten kann. Also der geht 0 bis 2 Felder, wenn das Feld, was ich gerade brauche, aber 3 Felder weg ist, kann ich es erst spätestens oder frühestens in der nächsten Runde aktivieren für mich. Gleichzeitig habe ich in dem Spiel so eine Möglichkeit, also ich habe im Dorf, da stehen Arbeiter, ich habe maximal 2 Arbeiter in der Auslage. Wenn ich Arbeiter in diese Terrassen setzen will, dann kostet mich das Ressourcen, je nachdem wie weit die weg sind und wie weit die absteigen müssen. Ne? Und dann immer dieser Abschnitt, auf den dieser Hohepriester guckt, der ist für mich gratis, dann wird es teurer, je nachdem, wie weit unten nach unten er klettern muss. Also auch im gleichen Abschnitt. Und ob ich einen Abschnitt vielleicht wähle, der angrenzend ist zu meinem Hohepriester oder nicht angrenzend ist zum Hohepriester. Also das wird nochmal teurer. Also ich habe also schon das gesamte Feld für mich zur Auswahl, aber zu unterschiedlichen Kosten. Dann kann ich das auf irgendein Feld dort einsetzen und an dieses Feld grenzen in der Regel, nee, nicht in der Regel immer, 3 Aufgaben. Diese Aufgaben sind im Grunde so kleine Aktionen, die ich machen kann. Wenn ich einen Arbeiter da nochmal einsetze, kann ich diese Aktion ein einziges Mal machen. Oder eine dieser Aktionen ein einziges Mal machen. Wenn ich die Möglichkeit habe, durch Fähigkeiten der Arbeiter oder dadurch, dass ich vielleicht einen grünen Arbeiter auf ein grünes Feld gestellt habe, das geht nur bei grün und blau, oder ich gleichfarbige Arbeiter angrenzend habe, also angrenzend heißt in diesem Fall, dass sie auf dasselbe Icon Zugriff haben wie ich, dann sind die angrenzend zu mir. Wenn da also Arbeiter der gleichen Farbe stehen, habe ich für jeden Arbeiter, an den ich da angrenze, eine zusätzliche Aktion. Das heißt, das kann sich wirklich potenzieren und ich wirklich einiges an Aktionen da zusammen habe, muss diese Aktion aber trotzdem gleichmäßig aufteilen. Das heißt, wenn ich da Zugriff habe eben auf 3 Aktionen, ich kann 4 Aktionen machen, dann muss ich auf jeden Fall 3-mal jede Aktion machen, also jede Aktion einmal machen von diesen 3 so rum und dann kann ich noch eine Aktion dazu machen. So muss man es also sehen. So, und das sind natürlich klassische Sachen, die ich da mache, wie Ressourcen besorgen in unterschiedlicher Wertigkeit. Es gibt Mais, Kartoffeln, Gold. Kartoffeln gibt es am meisten, Mais gibt es ein bisschen weniger, Gold ganz wenig. Und ich muss auch für Mais und Gold immer weiter runterklettern als für Kartoffeln. So, zum Beispiel solche Sachen. Ich kann Gebäude bauen, die mir Sachen produzieren oder Fähigkeiten bringen. Ich kann Treppen bauen, die diesen Abstieg verkürzen. Wenn andere Leute meine Treppen benutzen, kann ich dadurch Punkte sammeln. Ich kann Statuen bauen. Diese Statuen wiederum sind Göttern zugeordnet.
und ich bekomme Göttergeschenke, wenn ich so eine Götterkarte ausspiele. Das heißt also, wenn ich also einen Arbeiter setze, muss ich eine Karte ausspielen und kann die dann auf dieses Göttersymbol setzen, das auf der Karte steht. Auf der Karte ist gleichzeitig eine Belohnung, wenn ich also einen Arbeiter auf dasselbe Symbol setze wie auf der Karte, also aufs Brett einsetze und habe noch eine Statue mit diesem Symbol, kriege ich noch die Belohnung der Karte. Ne, so muss man sich das vorstellen. Das ist das. Und dann gibt es eben noch den Bereich oben mit dem Hohepriester, wo verschiedene Aktionen sind. Und da ist eben das Schöne, das ist, habe ich gestern erst wieder den Fachbegriff für gehört, Piggyback, ne? Piggyback. Und dann vorgestern habe ich den gehört. Piggyback. Und bei diesem Piggyback ist es eben so wie bei Puerto Rico, dass andere mit diesen Aktionen praktisch, sag schnell, dass sie diese Aktion auch ausführen können. Ein bisschen abgemildert, nicht ganz so stark wie diejenigen, die die Aktion jetzt ausgelöst haben. Das ist das eine. Und dann habe ich immer noch mal die Möglichkeit, aus dem Dorf Arbeiter nachzuziehen. Ich darf maximal 2 haben am Ende des Zuges, kann aber trotzdem nachziehen. Und dann lege ich halt einen weg. So, ne? Denn das Ding ist, wenn so ein Arbeiter, beziehungsweise wenn das Dorf leer gezogen ist mit Arbeitern, findet ein Fest statt. Und dieses Fest ist gleichbedeutend eigentlich mit einer Zwischenwertung. Es gibt 3 Feste und dann ist das Spiel zu Ende. So, jetzt ist es aber auch so, dass man zu unterschiedlichen Zeiten eben unterschiedliche Punkte sammeln kann. Und es unheimlich wichtig sein kann, einfach zu gucken, wann löse ich dieses Fest aus? Oder löse ich es jetzt aus? Oder löse ich vielleicht jetzt aus, um vielleicht nicht ganz so viele Punkte zu kriegen. Aber ich weiß, wenn mein Mitspieler das in der nächsten Runde auslöst, kriegt der dafür eine ganze Ecke mehr Punkte, weil er vorher noch das und das machen kann. Das sind also ganz viele so Timing-Entscheidungen. Das war wirklich jedes Mal sauspannend, muss ich sagen. Wir haben lange dran gesessen, im Spiel zu zweit. Wir spielen eh, ne? Gemütlicher und wir zu zweit dran sitzen und wir sind auch alles andere als Bauchspieler dabei, das muss man auch sagen. Es gibt eine ganze Menge Grübelpotenzial bei dem Spiel, es geht unheimlich tief und es ist, sage ich nicht bei jedem Heavy oder so, aber es ist zum Beispiel, wenn ich es mit Prager vergleiche, Prager habe ich ja mal gesagt, ist so ganz oben auf meinem Jahrgangsthron zurzeit, schiebt ihn auf jeden Fall so langsam runter. Ich glaube, das könnte, also ich muss es ein paar Mal spielen, das könnte Prager da oben für mich auf den zweiten Platz verweisen. Das ist auf jeden Fall komplexer als Prager, finde ich. Und es ist auch ungewöhnlicher einfach als Prager vom Spiel her. Und es hat mir einfach sau Spaß gemacht. Es war richtig gut. Es war spannend bis zum Ende. Ich bin total begeistert. Freue mich riesig auf die zweite Runde davon. Und haben auch demnächst eine Dreier- oder Vierer-Runde geplant. Also es wird gut. Ihr werdet von diesem Spiel noch einiges hören hier. Ganz großes Euro. Board and Dice und Giant Rock. Wenn ich jetzt alles so vor mich setze, was sie gemacht haben bisher, ist es das beste Euro, das sie gemacht haben? Schwer zu sagen. Aber zumindest das beste Euro in der letzten Zeit. Also wenn ich es vergleiche mit Tekkenyu, was ich ja auch sehr mag, und Trismegistus, was ich so mittel mag, ist das hier auf jeden Fall besser. Für mich, finde ich. Definitiv. Tavantin Tsuyu. So, dann haben wir gespielt. Jetzt kommt ein ganz alter Bekannter, hatte ich ja angedroht, dass sowas kommt. Oh. Wir haben es dieses Jahr noch nicht einmal gespielt. Wir haben es letztes Jahr oft gespielt, dann kam der Lockdown und dann haben wir es jetzt nochmal wieder online gespielt. Mirko und ich. Eine blutige Zweierschlacht. Burger, Pizza, Bier, Cola, Werbung. Es war wieder großartig, es war brutal, es war anstrengend. Ich habe einen blöden Fehler gemacht. Dadurch hat Mirko das Ding nach Hause schaukeln können. Aber es ist ja auch das Schöne, ich konnte genau sehen, an welcher Stelle genau das passiert ist. Und es war großartig. Wir haben Vanilla gespielt, also ohne jede Erweiterung, einfach um mal wieder da reinzukommen. Das heißt, es könnte passieren, dass ihr in den nächsten Wochen vielleicht öfter mal wieder was hört, mal mit Erweiterungen oder so, mal gucken. Und die Impfungen gehen ja voran, vielleicht auch bald mal wieder im Haus. Also hier im Haus sind zumindest alle erst geimpft. Von daher sieht es vielleicht auch ganz gut aus, da demnächst mal wieder ein bisschen mehr machen zu können, zu dürfen, je nachdem. Aber wir reden hier über Food Chain Magnate. Es hat nichts eingebüßt, gar nichts von seinem hohen Spaßfaktor für uns einfach. Es ist immer noch eines der Waffen der Wahl, sage ich mal. Ich weiß, ich will was richtig Gutes spielen, wo ich richtig Spaß habe, Interaktion, wo ich böse arbeiten kann, wo ich wirklich natürlich überhaupt gar nicht großartig aus dem Bauch agieren kann, dann weiß ich, ich will Foodstein Magnet spielen. Ne? Das ist das Ding überhaupt. Ich kann nach wie vor verstehen, wenn es Leute nicht mögen. Na, ich kann es nicht verstehen, wenn es Leute nicht mögen, aber ich kann es nachvollziehen, sagen wir so. Ja. Ne? Also ich kann viele Argumente nachvollziehen, ganz einfach. Aber es hat sich dadurch wieder gezeigt, ganz einfach, was dieses Spiel kann, was dieses Spiel leisten kann,
das ist nach wie vor meine Nummer 1. Also ich hatte ja ganz viele Spiele jetzt in letzter Zeit auch gespielt, wo ich sage, na, da könnte es auch mal eng werden da oben so. Es wird eng, es wird oben immer enger, muss ich sagen. Aber es hält sich noch. Es hält sich nach wie vor. Es ist einfach ein ganz, ganz grandioses Teil. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern an diesem Spiel. Es ist von vorne bis hinten einfach nur gut. Punkt. Food Chain Magnate. So, das letzte Spiel habe ich nicht, ist auch zurzeit noch nicht unterwegs. Aber ein anderer Teil aus dieser Reihe, das ist auch wieder eine Reihe, ist unterwegs. Wir haben gespielt, also es geht um die Standard Combat Series. Auch wieder Multiman Publishing, Hex Encounter. Ganz klassisch, eher so Entry-Level, würde ich sagen. Ja, also es ist wirklich ein ganz einfaches System, bei dem ich auch meine Initiative per W6 entscheide. Aber diese Initiative eher sagt, wer anfängt zu ziehen. Es gibt nämlich einen Chitpool, aber keinen gemischten Chitpool, sondern es gibt einen Chitpool, jeder hat eine eigene Cup, aus der er zieht, seinen Counter. Wobei dann aber eben noch sehr wichtig ist, dass derjenige, der die Initiative hat, auch die Lufthoheit hat. So muss man sehen. Und praktisch so ein Bombardement anfordern kann. Das kennt man irgendwie aus vielen Wargames, irgendwie auch am PC, wo man so ein Bombardement eben anfordern kann. Und hier geht es eben auch so. Ich weiß gar nicht, ob das in jedem System so ist. Es gibt ja nun auch Erster Weltkrieg dabei. Ich glaube, älteres Setting als Erster Weltkrieg gibt es nicht. Wir haben gespielt Panzer Battles on the Cheer River und waren also im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Und es ist ein relativ großes Ding. Es ist eine große Map mit vielen, vielen Countern. Und da, finde ich, kam es sich sehr entgegen, dass das System, sag ich mal, nicht so mega ausufernd ist. Denn man hat unheimlich viel zu tun allein an Board Control, sag ich mal. Ne? Counter gucken, wo ist was, was geht, was habe ich für Möglichkeiten. Wenn ich dann so einen Counter ziehe, es geht natürlich um Counter für Move All Units, dann ist man erstmal ein bisschen beschäftigt, bis man das alles so hat. Es gibt dann noch so Szenario-Regeln im Grunde, also die sind bei jedem Spiel anders, angepasst eben an das Setting. Und da ist es dann so, dass ich, hier ist so eine Art Roadmarch, nennt sich das, ne? Dass ich also praktisch in langen Kolonnen große Wege zurücklegen kann, um einfach Einheiten schnell über eine große Distanz, unendlich praktisch, über die Map bringen zu können, die aber trotzdem nicht die gleichen Fähigkeiten haben, als wenn ich sie normal mit Bewegungsregeln bewegen würde. So, ne? Alles andere würde jetzt zu weit führen. Das ist einmal wichtig. Und dann ist bei diesem Standard Combat System eben so, ich habe eine ganz klassische CRT, also Combat Result Table, Abhandlung, wo einfach die Odds der Kampfwerte berechnet werden, also Kampfstärke 16, Kampfstärke 8, bedeutet 2 zu 1, ich gucke in 2 zu 1 Spalte, würfle, habe eventuell Column Shifts, nach links oder nach rechts, je nachdem, ob da irgendwelche Fähigkeiten dabei sind oder ob das Gelände oder so irgendwie was ausmacht, also praktisch dann nach links ist dann eher für den Defender, nach rechts ist eher für den Attacker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kennt man zum Beispiel aus Dawn of the Sets. Dawn of the Sets hat auch keine Shifts. Und dann würfel ich und dann kommt da mein Ergebnis raus, was ich habe. Also das Kampfergebnis zum Beispiel. Ne? Also flippen oder also praktisch reducen. Man verliert einen Damage Step und man muss sich zurückziehen, je nachdem. Oder die anderen müssen sich zurückziehen, wenn man dann ganz mies daneben gelegen hat. Das war es im Grunde auch schon. Artillerie funktioniert ein ganz bisschen anders. Da habe ich so einen Two-Hit-Wurf. Das war's. Also es ist letzten Endes regeltechnisch sehr basal, das Ganze, aber eben dadurch, dass ich das Ganze eben auch auf großen Szenarien, es gibt da auch so Mini-Monster zum Beispiel dazu, also ne, Monster-Cousins, ne, wirklich über große Maps und große Market Garden zum Beispiel, das ist Never Snows, das spielt man da teilweise auf 5 großen Maps, also ich hab's auch nicht, weil ich habe auch keine Tapeziertische Maus. Und da sitzt man halt auch so ein bisschen dran, das musst du irgendwo auch liegen lassen können, ne? Oder du spielst dann online, Play by E-Mail, das geht natürlich auch alles. So, ne? Und da würde ich es mir trotzdem kaufen, wenn ich spielen wollte. Und es hat wirklich Potenzial, glaube ich, dieses Spiel. Ich weiß aber nicht, ob sich dieses Potenzial für mich eher bei diesen kleineren Szenarien, diese One-Box-Games auf einer Map so liegt, wie zum Beispiel Cheer River oder Bastogne, gibt es ja noch im Ersten Weltkrieg die Mane. Und es gibt noch Heights of Courage, ne? Das ist Sinai 73, glaube ich. Also es gibt vieles, vieles mehr. Und oder ob es doch eher so in der Monsterfraktion, in der Snows, Day of Days, der D-Day sich abspielt. Das weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Auch das ist eine Serie, wo wir ein bisschen mehr vertiefen wollen demnächst. Kriegt ihr alles mit an dieser Stelle. Und ich bin durch. Das war das Ergebnis der letzten 2 Wochen. Jetzt bin ich gespannt. Was sagt ihr dazu? Habt ihr mit den Spielen Erfahrungen? Was sagt ihr zu meinem Maria-Vorläufigen? Ja, ist das eigentlich zu meinem Maria-Resümee bisher?
Denn so schnell werde ich es wahrscheinlich nicht nochmal spielen gerade. Ne, was Tavantin Tsuyu, hab das gespielt, Future Magnate, die Reihen. Great Campaigns of the American Civil War oder 1840, habt ihr 1840 gespielt, Nevsky. Haut raus, erzählt. Ich würde mich freuen, da viel von euch zu hören und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Besten Dank fürs Zukommen und tschüss.